Ist heute der nächste Hype in Sachen KI gefällig? Es ist einem ja fast schon peinlich, ständig über Nvidia zu sprechen. Aber wer über die Finanzmärkte, speziell über die amerikanischen, spricht, der muss letztendlich über Nvidia sprechen. Denn Nvidia ist der Aktienmarkt, so könnte man sagen. Es hängt einfach schlicht zu viel dran. Und heute sehen wir positive Vorgaben, positive US-Futures wegen Nvidia. Sie werden es nicht glauben. Warum, wieso, weshalb, das wollen wir uns anschauen. Wir sehen hier zunächst dieses Posting von Michael Dell, respektive Michael Dell sagt, ja, wir, also Dell und Nvidia, wir werden zusammen eine AI Factory bauen, also eine KI-Fabrik, und zwar für Elon Musks xAI, also dieses KI-Unternehmen, das wo praktisch der Eleno aufstellen will mit Grok. Grok ist hier so ein KI-Chatbot, der von xAI entwickelt wurde, und das sorgt wieder für sehr, sehr viel Fantasie, auch wenn in der Realität bisher die Unternehmen offenkundig mit KI nicht so viel Geld verdienen, wie ich hier kürzlich ja weitergehend ausgeführt habe. Dismal Payoff, also ziemlich mäßige Einnahmen, schwache Einnahmen durch KI, aber sehr hohe Ausgaben durch KI. Aber wen schert's? Wir wollen die Sau so lange durchs Dorf treiben, bis sie schon vor Euphorie umfällt. Hier sehen wir Nvidia. Dürfte über der 140er Marke reinkommen, außerbörslich die Aktie 4% gestiegen, eben wegen dieser Nachricht, wie Jensen Huang, der Chef von Nvidia, gesagt hat, the AI revolution is happening, don't walk, run. Das ist jener Herr, der immer allen erzählt, ihr sitzt alle auf Goldgruben, ihr Softwareunternehmen, ihr müsst nur das Gold finden, ich verkaufe euch, by the way, die Schaufeln, ganz uneigennützig, nicht wahr? Und wie hier ein Artikel auch im Handelsblatt, Nvidia, der Wahnsinn der Börse, hat Methode. Und das Handelsblatt ist ja eigentlich, wie soll man sagen, ein relativ vernünftiges Medium, neigt jetzt nicht zum Überschwang. Und hier sagt man oder vergleicht man das Ganze mit der Erfindung der Elektrizität unter Thomas Edison. Und wenn wir uns mal vorstellen, was das wirklich gebracht hat, also das war ein absoluter Gamechanger, der den Alltag der Leute komplett verändert hat. Und jetzt haben wir schon um und bei 1,5 Jahre KI, und ja, es hat sich was geändert und es wird sich auch was ändern, aber ein solcher Gamechanger, bisher jedenfalls, wird kaum Geld damit verdient. Bisher sind die Auswirkungen sehr, sehr gering, aber die Auswirkungen sehen wir vor allem an der Börse hier in Sachen Software, wenn uns also der Jensen Huang erzählt, oh, Software ist jetzt alle auf Goldgruben, dann scheinen aber die Softwareentwickler davon nicht zu profitieren, die werden immer weniger, wegen KI, Fragezeichen, weiß ich nicht, jedenfalls braucht man offenkundig immer weniger Softwareentwickler. Normalerweise müsste das ja irgendwie mit KI zusammenhängen, kann ich mir vorstellen. Jetzt schauen wir uns mal an, was da bei Nvidia passiert ist. Ich hatte ja gezeigt, dass sowohl bei Apple als auch bei Nvidia immense Volumina bei Optionen der Fall waren. Warum? Weil das Rebalancing passieren wird in dem wichtigen Tech-ETF XLK, und da ist die Entscheidung ja zugunsten von Nvidia gefallen und zu Ungunsten von Apple. Hier sehen wir, dass jedenfalls wir ähnliche Situationen hatten 2021 mit Tesla. Da ist die Aktie ja massiv gestiegen. Auch wegen Optionen. Ich glaube, da hat der Eleno, der gute Elon Musk, auch so ein bisschen seine Hände im Spiel, beziehungsweise es war ein wunderbares Treiben. Die Leute kaufen Optionen, Call-Optionen auf Tesla. Daraufhin müssen die Dealer, die Verkäufer dieser Optionen, sich hedgen, müssen das Underlying, also die Tesla-Aktie, kaufen. Und genauso passiert es jetzt auch mit Nvidia. Nur hat Nvidia jetzt fast die dreifache Marktbewertung dessen, was Tesla auf seinem Hochpunkt hatte, 1,2 Milliarden. Inzwischen hat sich das entspannt halbiert um und bei. Und wir sehen also diesen Vergleich zwischen 2021, damals aber Zinsen bei Null. Fed hatte massiv Liquidität ins System geschüttet, macht aber nichts, sagt sich Nvidia. Wir sind jetzt mal 6% des gesamten Aktienmarktes, der gesamten Marktkapitalisierung in den USA. Unten sehen wir Advanced Decline Linie, die meisten Aktien steigen nicht, die fallen eher, selbst aus dem Nasdaq, während der Index selbst immer weiter steigt. Und wenn wir uns mal die Dimension der Bewertung von Nvidia anschauen wollen, dann gibt es nur 7 Länder, die mehr auf die Waage bringen in Sachen BIP als die Marktkapitalisierung zu Nvidia.
Nvidia etwa der gesamte Kryptomarkt, fünfmal das Volumen, das Gewicht von Tesla, sechsmal von Walmart. Und Walmart ist ja sozusagen mit das größte Unternehmen der westlichen Welt. Hier sehen wir mehr als das kanadische BIP, 13-mal AMD und so weiter. Amazon und Berkshire Hathaway combined, mehr als die gesamte Öl- und Gasindustrie zusammen, mehr als alle Häuser, als alle Immobilien in New York zusammen. Und das Interessante ist nicht nur, dass man UK und Frankreich den gesamten Aktienmarkt jetzt überholt hat, nicht nur Deutschland, sondern dass die drei Aktien, nämlich die drei Nvidia, Apple und Microsoft, die sind jetzt mehr wert als der gesamte S&P 500 im September 2011. Und da waren wir ja nicht am Tiefpunkt, der war 2,9, dann ging es ja weiter bergauf. Also drei Aktien sind jetzt so viel wert wie der gesamte S&P 500 im Jahr 2011. Und wir sehen hier, und diese Aktien sind super günstig, vor allem Nvidia, nur das 42-fache. Vielleicht, wenn die Aktie heute steigt, wird das noch höher. Price-to-Sales-Ratio, also was man praktisch für den Umsatz zahlen muss. Nvidia hat 1,4 Milliarden Dollar pro Stunde an Marktkapitalisierung hinzugewonnen. Und jetzt gibt es, Rosenblatt sagt, also die wird auf 5 Billionen steigen, gar kein Problem. Aber interessant ist jetzt eben der Verfall, respektive in Kombination mit diesem Rebalancing. Und das Rebalancing dürfte morgen nochmal Auswirkungen haben, weil eben das Gewicht von Apple von 21 auf knapp über 5% reduziert wird, während das Gewicht von Nvidia eben von 5 etwa auf 21 deutlich erhöht wird. Das könnte bedeuten, dass sozusagen Apple fallen wird, Nvidia steigen wird, wäre eine nachvollziehbare These in einer Situation, wo der Markt, nämlich der Nasdaq, so überkauft ist wie seit der 2018 nicht mehr. Kurz danach gab es das sogenannte Wormageddon, also eine Explosion der Volatilität, RSI jetzt höher als kurz vor dem Corona-Crash, da waren wir ja auch auf Allzeithoch und dann hat es ein bisschen gescheppert gehabt und wir sind jetzt bei Bewertungen, 21er Price-Earnings-Ratio beim S&P 500, Equal Weight dagegen nur 16. Also wir sehen, das ist nicht billig, wir sind noch nicht ganz auf dem Niveau für den S&P insgesamt, der Dotcom-Blase, aber wir nähern uns und wie gesagt, wir haben jetzt eben relativ hohe Zinsen, also Geld ist teuer, aber die Stimmung ist bombig. Hier sehen wir mal die Fund-Managers komplett in Tech drin. Da ist man also dick investiert. Wir sehen die frische Umfrage der US-Privatinvestoren, 44,4% bullish, weitgehend unverändert. Aber die Bären sind weniger geworden, von 25,7 auf 22,6 runtergegangen. Wir sehen die Cash-Allokation ist extrem gering bei den großen Playern am Markt mit einer zweifachen Standardabweichung. Wir sind bei 4% jetzt. Also man ist durchaus investiert in diesem Markt, nachdem wir jetzt den besten Start in ein Jahr, in ein Wahljahr haben ever. Insgesamt der 13. beste Start mit 15%. Dementsprechend alle sind drin, alle sind dabei. Es wird gut gehen, es wird noch weiter nach oben gehen, sagt etwa die Bank of America hier, Sattmeier. Der sagt also, 5600 ist in Sicht und die stärkste 10-Tages-Periode ist im Juli. Anfang Juli, da geht es durchschnittlich für den S&P deutlich nach oben, für den Nasdaq sogar knapp 5% durchschnittlich nach oben. Also es kann nur weiter nach oben gehen, zumal der VIX ja schon praktisch sehr tief ist, hier ein Falling Wedge ausbildet, was eigentlich bullish ist, während wir beim S&P 500 negative Divergenzen haben. Aber wer weiß, wie weit sie es noch übertreiben in einer Situation, wo die Finanzmärkte sich immer stärker abkoppeln von der Realität on the ground, auf dem Boden. Hier sehen wir mal zum Beispiel ja viel Gerede, ja die Inflation ist nicht mehr so stark, aber schauen wir mal hier Essen, was ja für die Leute einigermaßen zentral ist, ja, weil der eine oder andere muss ab und zu mal essen, ja, es ist überraschend, aber es ist so und hier sehen wir,
dass eben die Kosten für Essen deutlich gestiegen sind, deutlich stärker gestiegen sind als die Inflation. Das erklärt vielleicht auch, dass die gefühlte und für die Leute dann wahrscheinlich auch tatsächliche Inflation höher ist als eben das, was offiziell angegeben wird. Und während wir hier starke Inflation haben, sehen wir eine Deflation am Automarkt, vor allem bei gebrauchten Autos. Warum? Weil viele ihre Kredite nicht mehr zahlen können, dann geben sie das Auto zurück. Dadurch gibt es sehr viel Angebot, dadurch fallen die Preise. Jetzt erwarten die Leute, die sich für dieses Segment interessieren, dass die Preise weiterfallen. Warten also sozusagen dazu zu schlagen, also eine deflationäre Spirale, zumindest in diesem Segment. In anderen ist das überhaupt nicht der Fall. Aber warum auch die Leute unzufrieden sind, ist, weil die Mittelklasse sozusagen in Relation immer weiter absteigt, während eben die Profiteure der Vermögenspreisblasen, nämlich die Top 1%, hier weiter zulegen können. Kommen wir noch nach China, meine Damen und Herren. Yuan reaches 2024 low, also wir sehen tiefster Stand des Yuan zum Dollar seit Jahresbeginn, und wir haben ein ähnliches Setup jetzt wie damals, als die Chinesen den Yuan abgewertet haben. Das hat damals einen ziemlichen Schock ausgelöst an den Märkten. Warum? Weil eben, oder warum könnte diese Abwertung drohen? Weil eben der Immobilienmarkt weiter im freien Fall ist. Da ist der Druck jetzt relativ groß, und man sieht beim Fixing der Notenbank der chinesischen, dass man da relativ stark hier den Yuan nach unten fixt. Das könnte wichtig sein. Ebenso wie heute um 11 Uhr eine Bondauktion der Franzosen. Dreijährige, sechsjährige und achtjährige Staatsanleihen werden da emittiert. Bei der achtjährigen, schauen Sie mal, schon ein bisschen länger her, dass die Franzosen eine achtjährige rausgehauen haben. Da war damals die Rendite noch 0,39%. Das wird etwas höher sein jetzt. Wir sehen ja, die Risikoaufschläge sind deutlich gestiegen zu den deutschen Staatsanleihen zuletzt. Also das wird hier ein wichtiger Punkt, und wichtig auch, dass die Deutschen so wenig arbeiten wie oder weniger arbeiten als andere Industrienationen. Aber wir wollen die Vier-Tage-Woche, wir wollen mehr Geld haben für weniger Leistung. Das wird natürlich gut gehen, wenn man immer mehr aus der Substanz zehrt und immer weniger bereit ist, selber für seine Zukunft wieder etwas zu tun. Wir wollen die Zukunft vielmehr jetzt schon konsumieren und wundern uns dann, wenn sie fort ist, gell, in der Zukunft. Aber wenn wir von Zukunft sprechen, auch interessant. Es gab ja gestern neue Bevölkerungsprognosen. Deutschland wird wachsen wahrscheinlich, vor allem eben durch Migration, auf 85,5 Millionen, aber mit extremen regionalen Unterschieden. Metropolen werden weiter wachsen und Speckgürtel, aber ländliche Bereiche, Peripherie, wie vor allem in Ostdeutschland, was hier in Blau vor allem auffällt. Ostdeutschland wird weiter in vielen Landesteilen entvölkert. Das gilt auch für einige Bereiche in Westdeutschland, aber nicht so durchgängig wie Ostdeutschland. Das ist das große Problem, die großen Unterschiede, die wir hier sehen. Und Unterschiede gibt es auch im Strommarkt in Deutschland, nämlich in Norddeutschland wird inzwischen der Strom produziert aufgrund der erneuerbaren Doktrin der Bundesregierung. Jetzt gab es ja hier diese Absagen der Schweden, die gesagt haben, also machen wir doch nicht hier diesen Stromexport nach Deutschland, weil sozusagen der deutsche Strommarkt praktisch ineffektiv ist, wie es da heißt. Denn normalerweise müsste man Deutschland in Stromzonen einteilen, also da, wo Strombedarf ist und da, wo Strom produziert wird. Das sind unterschiedliche Bereiche. Deswegen kommt es, weil eben der Trassenausbau hinterherhinkt, regelmäßig zu Netzengpässen mit sehr, sehr hohen Kosten. Mit anderen Worten, die Schweden wollen sich nicht infizieren mit den deutschen Energieproblemen, könnte man auch sagen. Übrigens heute die Meldung, dass Deutschland Tenet Deutschland, also dem Ableger der niederländischen Tenet, hier in Sachen Strom nicht kaufen kann und wird, weil man eben Haushaltsprobleme hat, Haushaltsbeschränkungen hat, und weil ja die EM läuft und die Deutschen sogar sehr gut spielen. Vielleicht noch interessant, ein Artikel in der New York Times. Da heißt es, vergessen Sie alles, was Sie zu wissen glaubten. Effizienz, Zuverlässigkeit, Funktionalität, all das sind Assoziationen mit Deutschland.
die sich nicht bewahrheiten, nicht mehr bewahrheiten, könnte man sagen. Also man sieht so langsam, die Welt checkt, oh, dieses Deutschland ist nicht mehr das Deutschland, was wir klischeemäßig irgendwie drauf haben noch. Da hat sich etwas getan. Die fahren ja auch Bahn und stellen dann fest, oh, waren die Deutschen nicht einmal irgendwie ziemlich pünktlich in der Frage? Na, gell, das ist vorbei, das ist vorbei. Die Deutschen sind ja eher schlimmer als die Südländer, gell? Das ist ja Wahnsinn. Also das ist sozusagen jetzt die Erkenntnis, die wahrscheinlich im Ausland kommen wird. Abschließend drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Stimmungstest, das, was ich angesprochen hatte, was genau Sie hier beachten müssen. Erste Empfehlung, bitte weiterleiten über diese Social-Media-Button, die Sie hier oben sehen. Dann, Indien wird die Kohleverstromung massiv erhöhen. Deswegen macht es Sinn, dass wir CO2-frei werden. Wir sollten das Geld, das wir für diesen idiotischen Plan derzeit ausgeben, besser in die Forschung stecken, damit die Inder vielleicht nicht so viel Schmutz in die Luft pulvern werden. Zweite Empfehlung und die dritte und letzte Empfehlung, meine Damen und Herren, viele Selbstständige gehen ins Ausland, weil ihnen die Bürokratie zu krass ist. Und ja, das ist wahrscheinlich das mitzentrale Problem dieses Deutschland. Wir haben einige Tugenden aus der Vergangenheit, die haben wir verloren, aber die Probleme aus der Vergangenheit, nämlich, dass wir so bürokratisch sind, so unflexibel sind, die haben wir behalten. All das finden Sie hier in diesem Artikel. Also drei Empfehlungen. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.